Herzlich willkommen, meine YouTube-Abonnenten und vielleicht Leute, die neu dazuschalten, zur zweiten Folge Fahrenheit Indigo Prophecy Remastered hier auf meinem Kanal. Wir haben uns letzte Folge entschlossen, jetzt zum Auto zu gehen und heimzufahren. Es ist nämlich ziemlich früh am Morgen und es hat irgendwie minus 1000 Grad. Also ich würde sagen, wir gehen jetzt und steigen in dieses wunderschöne, schnelle, tolle Auto ein und cruisen jetzt irgendwo hin und warten auf Tyler. Genau hier kommt er. Jo. Dialog, please. Okay, dann kein Dialog. Oh, ein Vogel. Die Arme sehen auch schön fleischig aus. Genau. Es war kein Traum. Es ist immer diese Emos. Sorry. Ich werde mich anziehen und zur Arbeit gehen. Genau, gute Idee. Oh, mein Schädel. Ich habe das Gefühl, als trampelt mir eine Herde Elefanten durchs Hirn. Dagegen muss ich was tun. Und ich weiß auch was. Und zwar Medizin. Hier steht, nicht in Verbindung mit Alkohol einnehmen. The more you know. So. Plus 10. Yeah. Sehr gut. Also sprach Zarathustra von Nietzsche. Das geht mal auf. Ins Bett legen. Auf diese blutverschmierten okay, Arten dann nicht. Ich bestimmt nicht wieder. Ich wieso nicht? Müde. Ja. Aber zudecken könnten wir es. Damit nicht jeder sieht. Die Blutflecken verdecken, falls jemand hier reinkommen sollte. Genau. Die Laken wechsle ich später. Dann erstmal was. Nee, was anziehen ich. Erstmal irgendwo hinrennen und irgendwas machen. Kann man da. Nee. Kann man da irgendwas machen? Nee. Fenster zu. Gute Idee. Dann zieht's hier nicht so. Oh. Schönes Apartment. Zimmer, Wohnung, irgendwas. Hier liegt was. Warte mal. Da liegt auch was. Wo ist das Telefon? Mensch. Ruft der blöde Markus schon wieder an. Hallo, hier ist der Anrufbeantworter von Lukas. Hallo? Lukas. Ja. Schön, dich zu sprechen. Ich wollte dich nämlich fragen, ob wir nicht zusammen zum Grab von Mama und Papa gehen sollen. Und ehrlich gesagt, wäre das doch eine gute Gelegenheit, sich mal wieder zu sehen. Ich stecke in Schwierigkeiten. Ich muss dich treffen. Was ist denn los, Lukas? Sag schon. Darüber kann ich am Telefon nicht reden. Es ist sehr ernst. Treffen wir uns in einer halben Stunde im Park. Bis gleich. Na, da muss ich ja schnell sein. Ich muss nämlich jetzt, erstmal ein Auge drauf werfen. Aha, Wortwitz, weil da ein Augensymbol war. Alter. Mensch. Ich muss euch warnen. In diesem Spiel seht ihr noch öfter so solche Jumpscares oder sowas. Total blutverschmiert. Alter, leck mich doch am Finger. Das war jetzt ziemlich crazy. Und ich weiß, wo der nächste Jumpscare ist, aber ich spoilere es nicht. Kann man die auch anschalten? Nee, kann man nicht. Muss man ja nicht machen. Lass mal auf die Toilette gehen. Lecker Toiletten. Und dann duschen gehen. Oh.
hier erotische Musik einspielen. Ich hoffe, ich vergesse nicht. Musik ist jetzt eher dramatisch. Und dann erstmal was aus dem Schrank holen. Yeah. Achtung, Epilepsiewarnung. Nicht für Kinder unter 3 Jahre. Wieder zumachen. Nice. Ja geil, minus 20. Mega. Top. Okay, dann verlassen wir jetzt mal die Tür und ziehen uns am besten an, würde ich sagen. Wäre mal eine gute Idee. Yeah. Schrank auf, Kleider an, los geht's. T-Shirt. Oder sowas. Genau, am besten wegschwenken. Auf den iMac, der da steht. Wieder zu. Bild ansehen. Aha, das Grab von den Eltern. Jetzt verstehen wir es. Autounfall, sagt er. Ein bisschen Counter-Strike spielen. So, los geht's. Cool, meine Mails. Posteingang. Schade. Oh ja. Computerspiele fordern neue Opfer. Die Untersuchung des Massakers an der Chicago High School hat in den letzten Tagen erhebliche Fortschritte gemacht. Ja, ich lese das jetzt nicht. Die ersten Sätze sagen ja schon, was da vorkommt. Ihr könnt es ja pausieren, wenn ihr wollt. Es geht einfach... Da wird einfach parodiert, dass Computerspiele an Amokläufen schuld sind. Und das schon 2005, als das Spiel rauskam. Naja. Da sagt nämlich ein Sprecher von der... Boah, Alter... New Yorker Polizei, bitte machen Sie auf. Auf die Plätze. Oh, scheiße. Alter. Hey, was ist das? Bleiben Super. Sie, wo Sie sind und nehmen Sie die Hände hoch. Lol. Diese Bilder in meinem Kopf. Bewahre ich alle diese Bilder im Kopf. Ich verliere wohl allmählich den Verstand. Jo, das könnte sein. Wo war ich? Ah ja, ein Sprecher von der US-Waffenorganisation sagte dazu in dem Zeitungsartikel auf dem PC, dass Waffen nicht an Amokläufen schuld sind, sondern die echte Gefahr für unsere Kinder sind Computerspiele. Ist ja fast wie in echt. Massaker in einem Restaurant nice. In East End. Hätte ich nicht machen sollen. Ein besonders schrecklicher Mord wurde gestern Abend in der Toilette eines hiesigen... Ja. Genügt. Wir wissen ja, was passiert ist. Erstmal hier hinein. Eine Milch. Lecker Milch. Und Milch. Ja. Milch. Milch ist gesund, Kinder. Trinkt immer Milch. Und besonders, wenn ihr Schmerzmittel einnehmt, wo drauf steht, nicht in Verbindung mit Alkohol nehmen. Dann solltet ihr am besten wirklich Milch trinken. Hier. Wohnungsschlüssel. Genau, ist der Wohnungsschlüssel. Den benötigen wir wahrscheinlich. Cool, Gitarre spielen. Nach dem, was gestern Abend geschehen ist, geht's nicht. Okay. Der Sinn nach Musik. Mist. Lol, da ist ein Vogel. Hallo, Mr. Vogel. Das ist der Vogel von gestern Abend. Ah, genau, ich wusste es doch.
Hier sind überall so Bonuskarten versteckt. Ich weiß zwar nicht mehr, was man damit machen kann, aber hier sind Bonuskarten versteckt. Zumachen, dann zieht's nicht mehr so. Das für Titel. Ja, mach mal an. Ja. New Yorker Polizei, bitte machen Sie auf. Polizei, okay, Polizei, dann will ich mal öffnen. Sie kommen mich festnehmen. Nee, das passt schon. Die wissen doch gar nichts über dich. Polizei, aufmachen. Ja, komm schon. Sekunde, jetzt chill mal dein Leben. Sie dürfen nichts finden, was mich mit dem Mord in Verbindung bringen hallo? Könnte. Könnte ich jetzt aufmachen? Ich kann auch schnell ein paar Sachen verstecken, bevor ich aufmache. Ich habe schon alles versteckt, glaube ich. Hören Sie, ich bin von der New Yorker Polizei. Ich muss Sie auffordern, die Tür zu öffnen, glaube ich. Hallo. Sind Sie Lucas Kane? Ja. Mr. Kane, die Nachbarn hörten Schreie aus Ihrer Wohnung kommen. Stimmt was nicht? Ja, das war ich. Ich habe mich an einem Glas verletzt und das tat ziemlich weh. Gott sei Dank ist es aber nicht weiter schlimm. Hätten Sie was dagegen, wenn ich mich kurz in Ihrer Wohnung umschaue? Nö. Tja, dann tun Sie's. Nette Antworten. Ich hoffe, wir haben alles versteckt. Was ist denn mit Ihren Handgelenken los? Ich sagte doch, ich habe mich unglücklich an einem Glas verletzt. Unglücklich? Mann, oh Mann. Wenn Sie sich schneiden, dann aber gründlich, was? So ist es. Bitte nicht in die Waschmaschine schauen. Danke. Boah, voll spannend. Ja, erstmal stundenlang vor der Tür stehen bleiben. Gut, dass wir das Bettlaken noch vorgezogen haben. Noch mal Glück gehabt. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Entschuldigen Sie die Störung, aber Sie wissen ja, bei all dem, was so vorgeht, sind wir lieber vorsichtig. Natürlich. Schönen Tag noch. Tschüss. Polizei, dein Freund und Helfer. So ist es. Plus 10. Ui. Schon neutral nach dem, was gestern Abend passiert ist. Ja, optimistisch auf jeden Fall. Dann gehen wir mal zu Markus. Markus ist sein Bruder und ja, ihr seht es ja sowieso gleich. Ich muss hier gar nichts erzählen. Ah, wo gehen wir jetzt hin? Das ist jetzt so ein Selection Point. Jetzt können wir uns aussuchen, wo wir weiterspielen. Bei Carla Valenti auf der Polizeiwache oder bei Lucas Kane im Park. Was ich aber empfehlen würde, wäre, wenn ihr nächstes Mal wieder vorbeischaut, wenn es wieder heißt Fahrenheit mit mir. Punkt MP4. Tschüss.